Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Heute schauen wir uns mal einen 3-Achsen-Handheld-Gimbal an, also so einen Stabilisator für Kameras, DSL-Kameras, Smartphones, iOS, Android. Da kann man also fast alles mit reinstecken und damit stabilisieren. Und das Modell kommt von Fiotech und ist der G6 Max. Also eine Weiterentwicklung, wer sich mit denen auskennt, des G6 Plus. Und ja, das hier steckt in der Packung drin. Eine praktische kleine Tragetasche oder ich sag mal eine Schutztasche mit dem kompletten Inhalt. Dort finden wir natürlich zum einen den eigentlichen Gimbal und das ist ein sehr, sehr massives Teil, aber dazu erzähle ich euch nachher noch ein klein bisschen mehr. Wir haben nochmal hier eine Schnellwechselplatte mit dabei. Ich habe hier schon mal den Aufsatz für die Smartphones, also wo man hier das Smartphone reinklemmen kann, direkt hier drauf geschraubt. Da könnt ihr aber dann auch eure Kamera draufschrauben, um immer schnell hier ein- und auswechseln zu können. Dann haben wir noch ein kleines Tischstativ mit einem ganz normalen Stativanschluss, wird reingeschraubt, wird dann hier unten auseinandergeklappt und dann kann man den Gimbal wunderbar überall hinstellen. Das ist eine prima Sache, eine super gute Ergänzung. Und ja, ein bisschen Kabelkram haben wir auch noch mit dabei. Und zwar einmal ein Kabel USB-C auf Micro-USB. Dort könnt ihr dann zum Beispiel eine Kamera kabelgebunden anschließen. Oder wir haben hier USB-C auf 3,5 mm Klinke, um ein Mikrofon anzuschließen. Und dann haben wir hier noch ja, solche Befestigungen. Das ist eher so für Action-Cams, würde ich hier mal behaupten, um die dann noch am Gimbal dann befestigen zu können. Denn auch die sind kompatibel. Für die volle Kompatibilitätsliste, ja, klickt am besten mal in den Link hier unten in der Videobeschreibung. Das ist der Amazon-Link. Da könnt ihr dann mal lesen, was da alles unterstützt wird. Es ist eine ganze Menge. Tja, und werfen wir mal einen Blick auf den Gimbal und da fällt direkt auf, also beim Hinschauen vielleicht nicht, aber für mich beim in die Hand nehmen, hey, ganz schön schweres Gerät. Also über 600 Gramm Gewicht ist hier allein der Gimbal noch ohne Kamera, ohne Aufsätze, ohne hier die Wechselplatte, über 600 Gramm und das merkt man, Freunde, das ist kein leichtes Gerät, das muss man sofort wissen. Natürlich sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben hier komplett Aluminium, das ganze Gehäuse und wir haben drei bürstenlose Motoren drin, die dann die Stabilisierung vornehmen. Wir haben ein kleines OLED-Display hier noch mit eingebaut. Also von der Verarbeitung her ist das schon eine tolle Sache. Aber man muss wissen, 600 Gramm plus Kamera, also wenn man das länger mal so in der Hand dann hält, dann spürt man später schon, was man getan hat. Übrigens, die maximale Traglast liegt hier bei 1,2 Kilogramm. So, ich schraube jetzt mal direkt das Stativ hier unten dran und dann kann ich nämlich den Gimbal auch mal hinstellen. Das entlastet mich dann schon mal etwas. So, auseinanderklappen und er hat hier einen wunderbar festen Stand. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Das klappt 1A. Bevor es dann losgeht, ja, ich würde sagen, ich spanne einfach mal hier mein Smartphone mal ein. Dafür stecke ich erstmal hier die Schnellwechselplatte nochmal auf und zeige euch, wie man das ganze Teil hier in Betrieb nimmt. Dann einmal die Verriegelung noch festmachen, einmal hier den Hebel umlegen und die Platte, die ist feste drauf. Dann kann ich mein Smartphone, ich habe hier ein iPhone 7 in dem Fall, einfach dann hier reinklemmen. Und dann wäre das im Prinzip auch schon startklar. Jetzt muss ich aber noch die Achsen entsperren, denn jede der Achsen hat eine Verriegelung. Die kann man hier sehen, einfach dann einmal hier entriegeln und schon bewegt sich hier diese Achse. Dann haben wir die zweite Entriegelung auf dieser Seite, auch hier nochmal entsperren. Und ihr seht, da kommt schon wesentlich mehr Spiel in die ganze Geschichte. Und die dritte Entriegelung, die haben wir dann noch hier unten. Und jetzt sind die Achsen hier frei beweglich. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal das Ganze einrichtet, müsst ihr unbedingt noch euer Gerät austarieren. Das kann man hier mit diesen, ach, wie kriege ich das ins Bild? Hier haben wir diese Skalen drauf. Ich hoffe, hier kann man es sehen. Da kann man das also millimetergenau einstellen, dass das Ganze dann, ich sag mal, austariert ist. Denn ansonsten hat der Gimbal doch größere Probleme, überhaupt eine ordentliche Stabilisierung hinzukriegen. Also die Zeit muss man sich geben. Einmal hier, einmal hier und einmal hier alles richtig auszutarieren und dann kann es auch schon losgehen. Der Power-Button, der befindet sich hier auf der rechten Seite. Genau dort ist dann auch der USB-Anschluss USB-C, um den Gimbal aufzuladen.
Und noch einen weiteren Button finden wir dort. Der ist ja zum Umschalten zwischen Foto- und Videomodus da. Und ihr seht auch, wir haben auch hier nochmal so eine Stativaufnahme, wo man ein Stativ oder eine Befestigung oder eine Erweiterung für ein Mikrofon oder sowas oder für ein Display reinschrauben kann. Genau das gleiche finden wir auch nochmal auf der anderen Seite. Also da haben sie nicht gespart. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Hier haben wir auch nochmal ein Bedienrad. Das kann einmal zum Zoomen genutzt werden, aber auch um dann ja die Kamera zu kippen, und das sehr, sehr sanft und präzise. Ist eine gute Sache, diese Bedienung hier. Damit kann man sehr schöne Schwenks realisieren. Und ich habe hier doch irgendwo, wo war er denn? Ah genau, hier oben haben wir noch einen zweiten USB-Anschluss, USB-C. Dort könnt ihr dann eure Kamera zum Beispiel mit Strom versorgen oder eben die Kabelverbindung generell zur Kamera herstellen. So, und ich schalte den Gimbal jetzt mal ein, damit ihr sehen könnt, wie das dann aussieht, wenn er sich hier direkt stabilisiert und die Kamera gerade stellt. Und dann hat man hier auch jetzt mal einen Blick auf die unterschiedlichen Methoden. Also wenn ich hier unten einfach mal so an diesem Knopf drehe, dann sieht man, wie hier oben die Kamera gekippt wird, nach vorne und nach hinten. Und das kann ich also sehr präzise damit steuern. Schwenks kann man hier mit dem Joystick-Button dann machen. Einmal nach rechts, nach links, nach oben und nach unten. Allerdings dann ein klein wenig unpräziser. Wie gesagt, hiermit kann man auch zoomen, je nachdem, wie man das eingestellt hat und wie die Kamera das Ganze unterstützt. Wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel, ich habe hier eine gewisse Position, möchte wieder in die Grundposition, habe ich hier hinten so einen Abzugsknopf. Wenn ich den zweimal drücke, dann richtet sich der Gimbal direkt wieder nach vorne aus. Wenn ich den dreimal drücke, dann gehen wir in den Selfie-Modus. Dann wird also die Kamera einmal komplett gedreht. Wenn ich wieder zweimal drücke, dann landen wir wieder in der Ausgangsposition. Im OLED-Bildschirm kann man einige Einstellungen sehen, wie zum Beispiel Akkustand, die Verbindung, Bluetooth und Wi-Fi wird hier unterstützt oder ob Kabel gebunden ist, in welchem Modus man sich befindet. Ihr könnt hier Videoaufnahmen starten, ihr könnt hier natürlich dann direkt auch zwischen Foto und Video umswitchen und so kann es dann direkt losgehen. Wir haben allerdings auch noch eine App, die ziemlich praktisch ist, aber zu der komme ich noch etwas später. Wir schauen erstmal, was kann der Gimbal denn alles so? Und natürlich, er stabilisiert eure Videos und das macht er wirklich, wirklich gut. Ihr müsst ihn, wie gesagt, einmal gut austarieren und dann bekommt ihr wunderbar stabilisierte Videos hin, könnt hier sanfte Schwenks mitmachen, schöne Kamerafahrten realisieren und das alles aus der Hand mit dem allerdings ziemlich schweren Gimbal. Das müsst ihr wissen, das ist kein leichtes Teil hier. 600 plus ja, die Gramm noch, die dann eben dort aufgesteckt werden. Also den spürt man schon ordentlich, aber er liefert eine sehr schöne, sanfte Erfahrung dann ab, wo die Stöße und Ruckler und sowas gut aufgefangen werden. Also das macht er wirklich gut. Aber das sind ja auch die Dinge, die man erwarten darf von einem Gimbal. Die muss er ja gut abliefern. Und die kleinen Bonus-Features, die findet man in der entsprechenden App. Die könnte etwas übersichtlicher sein, ehrlich gesagt, bietet aber ziemlich viele Einstellmöglichkeiten. Dort haben wir zum Beispiel einen Zeitraffer-Modus. Dort kann man 1A Zeitraffer erstellen. Und in dem Zeitraffer sieht man jetzt auch, dass die Stabilisierung sehr, sehr gut funktioniert. Also da bekommt man wunderbare Zeitrafferaufnahmen mit hin, mit sehr wenig Erschütterungen. Das hat mir auch ausgesprochen gut gefallen. Das Gegenteil vom Zeitraffer wäre natürlich der Slow-Motion-Effekt, also Zeitlupe wird hier auch unterstützt. Was soll ich dazu sagen? Kann mittlerweile jedes Smartphone und natürlich auch hier mit dem Gimbal klappt das dann sehr, sehr gut. Man kann aber auch etwas ausgefallenere Effekte machen, wie zum Beispiel, schaut euch das hier mal an. Ja, interessanter Effekt, nicht wahr? Das ist nämlich der Light Mode und man kann einen Dolly Zoom machen. Was ich auch noch sehr schön fand, waren hier die Weitwinkel- und Panoramafotos, die man machen kann. Also das macht der Gimbal auch völlig selbstständig. Ihr stellt einfach nur ein, was ihr haben wollt und er macht dann für euch das Panorama oder eben diese Weitwinkelaufnahme, die aus mehreren Aufnahmen dann zusammengesetzt wird. Das fand ich auch eine sehr schöne Sache. Werfen wir noch einen kurzen Blick hier in die App. Das ist die Fio On App und dort koppelt sich dann euer Smartphone automatisch mit dem Gimbal. So sollte es auf jeden Fall funktionieren. Ihr seht, ich habe hier Auto Connect eingeschaltet und das Gerät wurde gefunden. Und ich kann jetzt, was eine sehr praktische Sache ist, auch wenn ihr hier eine normale Kamera drauf macht, also euer DSLR oder eine Action Cam oder so, könnt ihr diese App hier als Fernsteuerung nutzen. Man kann dann schöne Schwenks machen, die Kamera damit steuern und butterweiche Bewegungen somit realisieren, ohne irgendwie ja, die Verwacklung oder den Ansatz der Verwacklung von der Hand noch mit drin
zu haben. Eine sehr schöne Sache, diese Fernsteuerung. Wenn ich da mal rausgehe und wir gehen einfach mal in den Kameramodus rein, da sieht man, dass hier verdammt viel drin steckt. Also wir haben natürlich eine Gesichtserkennung und da kann auch dem Gesicht dann gefolgt werden. Oder man kann bestimmte Objekte auswählen, denen gefolgt werden kann. Das funktioniert, na ich sag mal, so lala, also so richtig toll klappt das Ganze dann nicht. Und aber das hatten auch schon andere Modelle gehabt von anderen Herstellern. Diese Funktionalität ist in meiner Erfahrung immer so lala gewesen, ganz nett. Ihr könnt verschiedene Szenen einstellen, normal, smooth, motion, custom. Man kann die Steuerung ganz detailliert anpassen, wie stark die Motoren reagieren, was passieren soll, wenn man hier zum Beispiel den Trigger hier hinten dran drückt, ob dann wirklich dann ausgerichtet wird oder ganz was anderes. Hier kann man sehr, sehr viel einstellen, für meinen Geschmack schon fast zu viel, denn mir reicht so eine normale Stabilisierung hier doch schon völlig aus. Aber wie gesagt, wer hier rumspielen will, viel anpassen möchte, der kann das tun. Hier sieht man auch noch, wir haben einen Beauty-Modus drin, HDR, wir haben verschiedene Filter. Ihr könnt natürlich hier auch Timer nochmal mit einstellen, wenn ihr Fotos macht und noch einiges mehr, Freunde. Also hier ist wirklich eine ganze, ganze Menge mit drin. Für den, der es einfach nur auf die Schnelle haben will, ist das vielleicht ein bisschen zu viel. Für alle anderen, die freuen sich, dass sie hier ganz, ganz detailliert den Gimbal auf ihre Bedürfnisse einstellen können. So, die Grundfunktionen, die habe ich euch jetzt hier erklärt. Nochmal so ein paar technische Daten. Wir haben hier ein Nettogewicht ohne Kamera von 665 Gramm. Habe ich ja oft schon erwähnt. Schwer. Relativ schwer. Wir haben dafür aber auch eine hohe Nutzlast von maximal 1,2 Gramm, eine Batterielaufzeit von roundabout 9 Stunden mit der eingebauten 2200 mAh Akkuzelle, die über USB-C dann aufgeladen wird. Das dauert so in etwa 3 Stunden. Der ganze Gimbal hier ist spritzfest, das heißt, im Regen könnt ihr damit auch filmen. Da geht nichts von kaputt, aber bitte nicht ins Wasser tauchen. Das wäre dann doch ein Hauch zu viel des Guten. Wir haben den Magic Focus Ring, so heißt der Ring, mit dem man hier diese Einstellung an der Seite vornehmen kann, entweder zum Zoomen oder zum Kippen der Kamera, wo das wirklich sehr, sehr präzise, das fühlt sich, ich kann es euch gar nicht sagen, so richtig butterweich an. Da ist ein schöner Widerstand drin, dass man nicht zu ruckartig die Bewegungen macht und damit könnt ihr super, super schöne Schwenks machen oder auch sehr schön dann reinzoomen in das Ganze. Und kompatibel mit sehr vielen Kameras. Sony, Leica, Panasonic, was es alles so gibt, mit GoPros und natürlich mit allen Smartphones, die ihr so hier an den Start bringen könnt. Und damit können wir auch jetzt schon zum Fazit kommen. Der Fiotech kommt für einen Preis von 299 Euro zu euch nach Hause in seinem kompletten Aluminiumgehäuse, was sehr hochwertig stabil verarbeitet ist. Man hat hier eine schöne OLED-Anzeige, wo man dann verschiedene Modi ablesen kann. Er hat viele Steuerelemente, er hat diese drei Anschlüsse, wo man eben hier ein Stativ anschrauben kann oder Zubehör, einmal hier rechts, einmal links, einmal hier unten drunter natürlich, mit dem ja mitgelieferten Stativfuß, wo man das Teil dann wunderbar überall hinstellen kann. Den fand ich äußerst praktisch bei meiner Nutzung. Wir haben eine Schnellwechselplatte, man kann Smartphones in alle möglichen Kameras mit aufstecken. Wir können dann die Achsen hier auch sperren, wenn es dann mal für den Transport gesichert werden muss. 9 Stunden Akkulaufzeit. Hohes Gewicht dank dieser robusten Verarbeitung. Das eine geht leider irgendwie nicht ohne das andere bei den Materialien. Wir haben die App, die sehr viele Funktionalitäten bietet, allerdings etwas aufgeräumter sein könnte. Die Stabilisierung macht er sehr gut. Also ich würde mal sagen, das ist ein gutes Allround-Paket zu einem allerdings auch ja, recht knackigen Preispunkt. Also wer sowas brauchen kann, gerade wer eine hohe Traglast braucht, ne, für seine größere, schwerere Kamera, um die da drauf zu packen, da ist das hier auf jeden Fall eine echte Überlegung wert. Ich war damit sehr zufrieden, muss aber auch sagen, wie ich hier für meine Aufnahmen draußen rumgelaufen bin und ich hatte das Ding mal so eine Dreiviertelstunde, Stunde in der Hand gehabt überwiegend. Ja, also das habe ich im Handgelenk später dann schon gespürt. Also das muss man wissen. Für mich der größte Kritikpunkt hier am Gimbal, das recht hohe Gewicht, neben dem Preis, der könnte gerne noch ein Hauch niedriger für mich angesetzt sein, aber Verarbeitung und so, da kann man das durchaus schon rechtfertigen. Also ein guter Allrounder, Freunde, schaut es euch einfach mal selbst an, wenn ihr Interesse habt. Ich verlinke euch den Gimbal wie immer hier unten in der Videobeschreibung und bedanke mich dann fürs Zusehen und hoffe, ich habe euch so die wichtigsten Infos hier mitgegeben. Also wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir AppleCat. Macht's gut!